Herzlich willkommen. Ja, tiefwinterlich ist es derzeit in Mitteldeutschland. Heute Morgen musste man überall in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und auch in unseren Nachbarbundesländern ordentlich frieren, denn es war bitterkalt bei uns. Kältester Ort war der Brocken mit -12,5, also knapp -13 Grad. Die gab es auch in Solland an der Spree. -10 Grad noch in Görlitz, Mehringen meldete -12 Grad, Lichtentanne -9 Grad und auch in Treuen gab es -8 Grad. Und auch in der kommenden Nacht sind Schal und Handschuhe Pflicht, denn es wird wieder richtig kalt. Aus Nordosten kommt diese Kälte zu uns herein. Hier vor allem in den hell- und dunkelblau eingefärbten Regionen kann es zum Teil wieder unter -10 Grad werden. Überall wird es bei uns Temperaturen definitiv morgen früh unter -5 Grad sein. Das heißt allerdings auch, dass es morgen ein bisschen freundlicher wird, denn vorübergehend kommt ein kleines Hochdruckgebiet zu uns herein und beschert uns etwas trockenere Luft. Die Sonne kommt wieder ein bisschen mehr in Schwung, aber die Strömung kommt auch in den nächsten Tagen weiterhin aus Ost und bringt uns diese kalte Russlandluft nach Mitteldeutschland. Allerdings, auch wenn es schon ein paar Tage sehr kalt bei uns ist, kann man die Eisflächen auf den Seen immer noch nicht betreten. Zum Teil sind die noch sehr, sehr dünn, denn so kalt war es doch noch nicht. Also, wer Schlittschuh laufen will, sollte das wirklich nur auf gespritzten Flächen machen. Derzeit ist es noch viel zu gefährlich, die Eisflächen, auch wenn sie dick aussehen, zu betreten. Seien Sie also dementsprechend vorsichtig. Schauen wir jetzt aber erst einmal nicht auf die Nacht, sondern nach Seattle. Dort gibt es derzeit nämlich ein ordentliches In der kommenden Nacht in Mitteldeutschland sollte man sich auch wieder warm anziehen, denn es wird richtig kalt. Die Tiefstemperaturen liegen meist so zwischen -6 und -12 Grad. Derzeit noch in Brandenburg ein bisschen Schnee. Auch hier und da fallen ansonsten einzelne Flocken aus den dicken Wolken. In der zweiten Nachthälfte klart es mehr und mehr auf und deshalb wird es dann so kalt. Auf den Straßen kann es natürlich vor allem auch durch Reifglätte wieder sehr glatt werden. Morgen das Wetter dann in Mitteldeutschland, wie gesagt, ein bisschen freundlicher. Anfangs Nebel oder Hochnebel, der löst sich rasch auf. Dann vor allem so Richtung Erzgebirge und Vogtland. Am Vormittag richtig viel Sonnenschein. Am Nachmittag wird es insgesamt wieder ein paar dickere Wolken geben. Es bleibt aber überall trocken. Das Ganze morgen bei Höchsttemperaturen von -6 Grad in den Bergen. Ansonsten gibt es so -3 bis -1 Grad. Ob uns die Kälte noch eine Weile erhalten bleibt, dazu mehr bei MDR aktuell um 19:30 Uhr und 21:45 Uhr. Ihnen jetzt viel Spaß bei Brisant. Tschüss.